Hallo. Ey, okay. Die Pause ist Ende. Kommt ihr? Die Pause ist Ende. Theatro Totale, alles inklusive, Theater total, das war die Idee dahinter, vor, auf und hinter der Bühne. Wir haben hier zwei Orte zusammengeführt, das ist Malchin, die Förderschule in Malchin und Tulo und die Kinder aus Gneuen, die sollten sich kennenlernen und miteinander ein Projekt machen. Dann kommt noch ein Land hinzu, Teatro, Italien haben wir uns ausgedacht. Und da haben wir dann lange überlegt, welche Figuren, was für ein Kinderstück es werden könnte und sind dann auf Pinocchio gekommen. In Maitegos Pepperoni. Freu euch zuerst auf Sicurina Angserina auf dem Grabstein. In Gneuen gibt es eine Theatergruppe, die sich schon auch, glaube ich, ein klein wenig länger kennen oder von verschiedenen anderen Aktionen kennen. Und die waren natürlich auch überrascht, was da auf sie zukommt. Und wir haben die Proben in Gneuen gemacht. Und es wurde vor allen Dingen in Malchin nachher an der Bühne gebaut. Die Farbe dabei eine Designerin oder eine Studentin für Grafik- und Kostümbildung hat mitgemacht, die auch Italienisch gesprochen hat. Also die hat mit den Kindern Italienisch gesprochen. Und mit denen die Farben entworfen und im Grunde genommen die Farbkombination und wie die Bühne nachher aussehen wird, zusammen mit den Kindern. Dass es so ein bisschen einen Stil hat so, und eine Richtung bekommen hat. Und jetzt, vielleicht mixst du dir nochmal. Genau, mach noch einen. Ist das okay für dich oder willst du noch was anderes machen? Ja, du kannst gebrauchen. Auch das Grün, was du schon gemixt hast, mit dem Gelb mixen. Das wäre auch eine gute Idee. Dann würdest du mich das Grün, was du schon hast, verändern mit dem Gelb. Genau. Ich habe noch gar nichts gebraucht. Also ich finde das sehr schön. Guck mal, braucht Farbe, ne? Ja, du brauchst Farbe. Genau. Wenn du zufrieden bist mit dem, also ich finde das sehr schön, dann kannst du das da raufmalen. Da, ja, ich finde die Farbe. Du kannst auch mal hier hinmalen, wenn du möchtest. Wie du möchtest. Willst du das auswaschen und mal, oder obwohl, du könntest auch. Ja, was denn nicht? Du kannst auch mal machen. Obwohl, wasch mal deinen Becher auf jeden Fall aus und den Pinsel. Der sieht schon rot aus. Oh, cool, das ist schön. Nein. Aber du musst noch mehr Grün reinmachen, ne? Und dann verpulst du alles schön. Ja, Josefine. Oh, cool, das ist schön. Nein. Aber du musst noch mehr Grün reinmachen, ne? Das Grün da auch noch, damit es auch bei Grün bleibt. Ja, mir ist super. Die Wetter ist schön.
und ich bin in der Schule. Und das ist super, weil da kann man lernen und Musik machen. Der Zirkusdirektor, der spielt halt Kai und wir haben das so gemacht, dass die Grundgeschichte ist eigentlich, dass zwei Clowns im Zirkus keine Lust mehr haben, immer diesen Job zu haben, Torten ins Gesicht zu kriegen und so. Und deswegen wollen sie das Stück Pinocchio aufführen, weil der eine ein italienisches Buch hat über Pinocchio. Und dann holen diese beiden Clowns noch viel mehr Leute rein und geben denen allen Rollen und irgendwann kommt dann einer rein, der sagt, herein spaziert, vieni, vieni. Und dann sagen wir halt, gut, der ist der Zirkusdirektor, das passt zu dem. Tortellini, tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Ah du, ich habe eine Idee. Da draußen auf dem Jahrmarkt sind so viele Leute. Die holen wir uns einfach rein und spielen mit denen zusammen unser Theaterstück. Die Rollen verteilt. Kai kommt als Marktschreier und so weiter. Das soll ich nicht dann daneben, das ja. Passt nicht an. Genau, gut. So, jetzt kommt er nochmal rein. Das ist ja alles gleiche Situation. So, jetzt könnt ihr mal kurz mal durcheinander reden. Ich wollte aber die Katze sein. Ruhe! Jeder spielt das, was er aufbekommen hat. Basta! So, das wäre jetzt ein Black und im Dunkeln. Und womit beginnen wir? Na, mit dem Anfang, du I. Sag's nicht, Pi. Na, mit der Klopperei natürlich. Jetzt wieder alles. Diesmal ist es halt total, also richtig italienisch. So, Pinocchio kommt ja aus Italien. Es ist, also wir haben auch ein paar italienische Sachen drin auf Italienisch. So ein paar Redewendungen und so. Also es ist viel mehr nach dem italienischen Theater. Ja. Die Zirkusdirektor sieht toll aus, glänzt überall. Wie die Sterne macht, sagt immer schon. Also ich würde mal sagen, es ist sehr pompös, also noch ein bisschen übertreibender so. Also es übertreibt etwas mehr. Ja, und das hat dann halt so eine italienischen tragischen Geschichte. Eigentlich, aber wir spielen jetzt ja Pinocchio, das ist ja nicht ganz so tragisch. Ne? Und wir wollen auch die Szene mit dem Puppentheater üben heute, also auch das Panoptikum. Und deshalb würde ich gerne mit euch nochmal so ein paar Fratzen schneiden. So verschiedene Fratzen, die es gibt. Alles, wir stellen uns mal zum Kreis auf und versuchen mal alles, was möglich ist. Alles, komm. Ja. Wie lange? Und stopp. So, wieder jetzt in die normale Position. Jetzt könnt ihr mal so richtig locker werden. Und jetzt eine nächste Fratze ausprobieren. Und stopp und schütteln. Und erstmal wieder ganz normal. Gesicht entspannen, Lippen entspannen, du Nase so. Aus. Genau, was ihr euch nachher nehmen für eine Fratze. Ja? Und jetzt das nächste. Und los.
Und nochmal wieder halten, halten, halten. Ihr müsst ja immer die Fratzen so einen kleinen Weg halten. Ne? Also müsst ihr das jetzt auch schon üben. Genau. Und los, Fratze. Ich mache jetzt mal keine, damit ihr nicht zum Lachen kommt. Und es müssen ganz klar, ganz klar und deutlich müssen es Fratzen sein, ja? Also ihr müsst anders aussehen, als ihr im normalen Leben aussehen. Seht. Ja? Nur die Fratze muss stehen bleiben. Die bewegt sich nicht. Ja, das ist eine schöne Fratze. Ja, sehr schön. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Holzkopf, in dem ist etwas hineingeschnitzt und das bleibt so. Also der kann nicht einmal so und einmal so machen. Die Fratze von diesem Holzkopf ist so. Gott, mein Gott. Da unten sind ganz viele Leute, die vielleicht lachen. Ihr dürft nicht lachen. Ne? Alles klar? So, Emma, geh mal an deinen Platz. Das ganze Projekt, wo wir jetzt schon sehr erstaunt sind, hat 2 Jahre gedauert. Da hat es eine Kennenlernphase gegeben. Ich wusste nicht genau, ich fand das ja so ein bisschen komisch am Anfang, dass wir da mit Leuten Arbeit zusammen machen, die aus einer Förderschule sind, aber die sind eigentlich auch nicht anders so wirklich. Die sind manchmal ein bisschen komisch, aber sonst sind die ganz nett. Und das finde ich immer gut, die Leute im Knäuel. Michael zum Beispiel, der redet nicht, also der spricht nicht. Den habe ich noch nie was sagen gehört, aber die sind alle total nett, also das ist okay. Also wir haben verschiedene Dinge geprobt mit den Kindern, fast mit allen Kindern, und haben so ein bisschen versucht herauszufinden, was für jedes Kind gut ist und wo sie auch ihre Stärken haben. Und die sie dann gut präsentieren können. Ne? Also und dadurch sind verschiedene eben beim Bauen geblieben. Eine hat die Stelle im Theaterstück bekommen, die andere die. Also was für jeden auch einfach war oder nicht einfach, schon eine Aufgabe, aber die auch zu bewältigen war. Heute bei uns im Team Manege Alessandra, die sechste Mann, bei uns nur heute im Team Manege. Alessandra. Starke Alessandra, ne? Starke. Also das Kennenlernen haben wir schon spielerisch veranstaltet, ne? Also mit verschiedenen Theaterspielen. Und das war so ein behutsames Begegnen, auch von beiden Seiten. Also was sind das für welche? Also wie ist es auch immer bei Begegnungen ist von Menschen? Erstmal gucken, wer ist das und was machen die? Und das hat sich im Grunde genommen nach 2, 3 Proben ziemlich schnell gegeben. Das war... Also, die konnten dann miteinander und jeder wusste da, oder man hat es sein gelassen. Das machen, was wir noch bei uns machen zum Schluss, nämlich unsere Klangschale kommt dann nochmal hoch. Nein.
Die rechte Hand. Nee, noch nicht. Stopp. Die rechte Hand gibt. Die linke Hand nimmt. Schön fest auf den Boden. Augen schließen. Schwingen. Meine Hände sind falsch hier. Dankeschön. Und langsam schwingen. Und summen. Und das war irgendwie schön zu erleben, weil das immer fair und irgendwie auf eine nette Art passiert ist. Also und irgendwie, dass es zum Schluss wie selbstverständlich ist. Erstens habe ich hier jetzt auch Freunde und zweitens macht mir das Theater auch selber so Spaß. Das ist, ja, also es ist wirklich schön. Ich bin dann jemand anders für die Zeit hier. Ich würde es gerne jetzt nochmal machen. Wir machen, es wäre mal schön, wenn jemand anders hier mit. Emma, willst du mal mit Lea in der ersten Reihe stehen? Ja. Ja? Okay, und die anderen verteilen es. Versucht euch mal gleich mit dahin zu verteilen. Und du bist der Feuerpfeffer. Du bist das nächste Mal. Fatze. Fatze und stehen. Also wir können. Grundsätzlich sagen, das war jetzt zu allem, was wie oft wir das probiert haben und es hat nicht so richtig gut geklappt, hat es jetzt wirklich für mich jedenfalls so vom Grundsätzlichen her gut geklappt. Also, dass man so ungefähr weiß, was wir mal wollen, was es mal sein könnte. Noch ist es nicht das genau, aber es ist jedenfalls schon so ganz gut rübergekommen. Das merkt man dann immer auch an den Reaktionen der Leute. Wenn hier jemand sitzt, der es hier noch nicht gesehen hat und wenn dann gelacht wird, dann wisst ihr, aha, das haut hin. Ja, also bei Pinocchio geht es halt darum, dass der Holzschnitzer Geppetto, der schnitzt eine Puppe, eine Marionette praktisch und die wird dann aber lebendig und der behandelt ihn dann halt wie einen Sohn, aber leider ist und nennt ihn halt und nennt diese Puppe halt Pinocchio. Leider ist der Pinocchio ganz doll frech und er hat halt einen Holzkopf und ist kein richtiger Junge. Und dauernd, und dann haut er von zu Hause ab und erlebt lauter Abenteuer. Pinocchio lügt manchmal. Und das finde ich auch
gut. Nicht gut, aber für die Lugelöse oder genau, wenn die unser Theaterstück ansehen, das kann die wirklich mal zugucken, was mit Benocco war. Und ich muss nur sagen, dass Benocco lüge, dass die Nase fest. Vielleicht, wenn ihr lügt, dann wird die Nase auch lang. Dann haben wir Marionetten auch gebaut, also Pinocchio in größerer Form, so fast in Kindsform. Es gab da immer gute Erfolge, dann mussten wir was zurücknehmen, was so kompliziert war. Also auch Erfolg und Misserfolg, was dann letztendlich, oder Fehler, was dann, da es eine Nullserie war, dann doch zum Erfolg geführt hat. Und es sind lauter schöne Figuren entstanden, so nebenbei eben noch in der Produktion. Wir haben Jahrmarktstände gebaut hier, verschiedene, viel gemalt. Ja. Guck mal, jetzt wird der Anfang was. Na, jetzt guck mal. Ein dicker Elch. Dann ist das der Dicker Elch. Mit der roten Nase. Ja. Das Hähnchen. Emma, guck mal, wo soll die Nase hin? Brauchst du Hilfe, Daniela? Wir waren ja am Donnerstag immer Nachmittag zu Knoin und zu Theater. Und probe die Theaterstück Pinocchio. Es war logistisch natürlich auch immer so ein bisschen hin und her. Es sind immer die 35 Kilometer hin und her fahren. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Nee, da bin ich nicht müde. Und hier ist zum Beispiel oben links ein Schal. Und hier auf einer Seite. Ich heiße Ronny. Du wolltest dich gerade erholen, ne? Mein Ohr, mein Ohr. Hab ich mir schon gedacht. Ist das nicht so fest? Ja, okay. Weißt du, also wenn die jetzt zum Beispiel ja. Der Hula Hoop macht. Ach, der muss die Hula Hoop, nee, da muss die sogar weiter oben sein. Das hier nicht so? Ich würde die jetzt. Nee, nicht mehr, so weit. So. Nein, aber guck mal, die soll nicht so hängen, sondern wir machen die dann nochmal fest. Wir machen die zum Beispiel. Warte, ein Stück noch. Und ich drück wieder rauf. Warte, traust dich nicht runter. Gut. Das, was wir vorhin gemacht haben, das machst du jetzt hier auch nicht. Ja, sonst wäre ich zum Fernsehen gegangen, ja. Da gerne drin. Stopp! Und jetzt ist die Narbe wieder, die nehmen wir erst wieder raus. Nicht. Du kannst mir einfach zeigen, welches T-Shirt du haben möchtest und welches Material. Also es gibt diese Bommel. Es gibt nein, das. Es gibt Band. Nee. Ja, mach das. Ja, super, wirklich. Mhm. Der sieht aus wie ein Weihnachtsgrill. Das war keine Frage. Toll. Wenn es so verhackelt, dann zieht man einfach wieder so ein bisschen die einzelnen Stoff. Warte mal, weißt du was? Wenn du das nächste Mal fällst, warte mal, wir gucken auf Schrank fest, was wir machen sollen. Ja, weil wenn du das so eng abschreibst, weißt du, was bedeutet das? Was das T-Shirt bedeutet? Ja. Michi. Na, das bedeutet, dass ihr Jahrmarkt-Leute seid. Dass ihr bunt seid und angezogen seid. Dass ich auch von okay, dann ist es schwer. Das war jetzt ziemlich kurz abgeschnitten. Jetzt ist es noch schwerer. Es wäre leichter gewesen, wenn du das ganz lang abgeschnitten hättest. Du Janine, abgeschnitten. Was ist das Schönste? Ja, aber gut vorstellen, die Mädchen. Ach du, das sind alle schön. Und die Kennenlernphase, die hat schon so ein halbes Jahr gedauert. Und wir in Gneuen, also die Projektbegleiter, waren ganz auch aufgeregt, wie es wird mit den Kindern hier in Malchin von der Förderschule. Und ich muss sagen, also und auch wenn ich nachgefragt habe, ich persönlich war immer ganz
erst aufgeregt, wenn ich hergekommen bin, was wird hier, was erwartet mich. Und wenn ich hier rausgegangen bin, war ich immer ganz beglückt. Also es war wirklich wie, oh, das war wie ein Geschenk hier mit den Kindern. Alle in die Grille so dahin und mit einem kleinen Seufzer. Ja? Seufzer ist das hier. Oh. Oh. Also alle auf einmal, drei, vier. Das ist die Gewissheit. Die Grille macht Pinocchio zu einer kritischen Lunge. Pass auf, was wir heute machen, jetzt, diese Sache, die machen wir für Nick. Ja? Mhm. Also, die ganze Probe ist eigentlich jetzt für Nick. Damit Nick das gut lernen kann, damit er weiß, was er zu sagen hat. Ja, du machst das zwar auch, aber das spielt ja nachher jemand anders. Aber jetzt ist es extra für Nick. Ja? Und Nick, wenn das nicht gleich beim ersten Mal klappt, mach dir keinen Kopf. Wir machen das mehrmals. Ja, das ist armer Junge, ne? Armer Junge, du tust mir leid. Das merkt man, wenn du einen Holzkopf hast. Was hat der zu dir gesagt, Holzkopf? Na, aber jetzt raste auch mal aus. Und, na, nicht lachen, hallo? Und dann passiert das ja, ich kenne Pinocchio anders, aber bei uns ist das so, dass Pinocchio über eine Suche war, über was Essbares zum Essen. Und dann sagt die Grille am Pfand, du hast ja nur einen Holzkopf. Und Pinocchio ist wütend davon, nimmt fast auf den Boden und meißt die Grille an den Kopf. Und die Grille stirbt. Stirbt. Mit lauter Schürzen. Lauter Lama tippt die Grille dann. So. Anton, erstmal du und dann kommt Emma. Nein, nein, juhu! Hereingespielt. Bernie, Bernie! Ja, das war gut. Gut, genau. Ich habe so einen Hunger. Der knurrt er mal an. Schämst du dich nicht so faul rumsitzen? Und Schippe, du im Knast sitzt? Das ist mir ganz egal. Anton, wir hatten diese ganze Szene schon mal fix und fertig gehabt. Zwar nicht mit Nick, aber mit anderen. Also erinnere dich, ich habe keine Lust, etwas zu lernen. Ich will mein Leben genießen. Und morgen werde ich sowieso fortgehen. Weil mich sonst Schippe in die Schule schickt. Und das ist mir viel zu anstrengend. Kein... Und was willst du? Und was willst du den ganzen Tag machen mit dem Schippe? Du Arbeit helfen? Nein, was für eine verrückte Idee! Ich will mein Leben genießen. In der Sonne liegen. Nee, stopp. Hallo. Du machst das so. Guck mal. Hör doch richtig hin, was er zu dir sagt. Ihr müsst nichts spielen. Es passiert hier etwas. Anton, du bist hier dabei. Und erst, mach mal nochmal deinen Satz. Aber du tust mir leid, das merkt man, wenn du einen Holzkopf hast. Was hat er gesagt? Das geht in deinen Kopf vor. Du bist hier dabei. Was?
Glatzkopf. Oh, nee, und dann geht das erst los. Ja? Also das ist immer so. Reagieren, hören. Da ist eine Aktion, die geht zu dir, in dein Ohr. Das ist wie im normalen Leben. Ne? Du hast so, dann bist du hier gerade dabei, was zu essen zu suchen. Das hörst du gar nicht. Aber Holzkopf hörst du. Was? Alles im Kopf, das sagst du nicht. Das denkst du dir nur so. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Und zack. Weil es stimmt ja, du hast ja einen Holzkopf. Ist ja gar nicht gelogen. Nicht, dass du dir das vorstellst. Was wäre, wenn jemand so etwas zu mir sagt? Das muss man in sich hinein, das muss in deinen Körper hineinkommen. Du musst richtig wütend werden. Normal. Nämlich gespielt wütend, aha, sie hat gesagt, und dann trampel ich mal in der Gegend umher. Sondern das ist richtig eine Wut. Sei wütend. Nochmal. Versuche es. Ja, wir machen das gleich. Brauchst gar nicht fragen, das machen wir noch ein paar Mal. Bis es richtig sitzt, ne? Und jetzt ist es ja auch eine Probe für Anton, ne? Ja, so ist das. Ja, versuch es nochmal. Alles angekommen bei dir, Anton, wie ich es meine? Ja, ne? Also ihr braucht gar nicht so zu denken, ich spiele jetzt Theater, sondern erinnert euch selbst, wie es mit euch geht im Leben. Ja. Ne? Okay. Also, nochmal, ich habe keine Lust, etwas zu lernen. Ich habe keine Lust, etwas zu lernen. Also die Sache ist ja so nach und nach entstanden, also mit diesem Pinocchio. Wir haben zuerst andere Sachen, kleine Bühnenbilder gebaut, mit verschiedenen Gruppen hier in Malchin. Die Halspuppe mag ich, dass die Halspuppe aus Halt ist und dass am Anfang ein blauer Weg bei Sebetto aufträumt. So, und dann haben wir Marionetten auch gebaut. Also Pinocchio in größerer Form, so fast in Kindsform. Es gab da immer gute Erfolge, dann mussten wir was zurücknehmen, was so kompliziert war. Es ist nicht so dunkel, dass man das nicht sehen würde. Also es ist ganz wichtig, dass entweder ihr seid dann gar nicht auf der Bühne, weil ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Und es machen welche von euch nur, das müssen wir dann nochmal festlegen. Genau. Das legen wir genau fest, wer was macht. Meistens wird das Sarah sein und Sarah und Jasmin und sowas. Ne? Sagst du dann, wer rein? Warte mal, ich will das mal gucken. Du brauchst ja nichts sagen, der Feuerfresser ist ja stumm. Ne? Also hast du Glück, das Einzige, was du machen musst, ist niesen. Ne? Und jetzt willst du Pinocchio nicht mehr ins Feuer werfen, aber du suchst dir eine andere Puppe. Und da gehst du mal ganz langsam vorbei an den Puppen. Genau so, ja. Das ist wie so ein Straßenfeger, ne? So, und Lotte nimmst du. Bring sie einfach hin. Wenn ein Freund an meiner Stelle im Feuer landet. Ja, du lässt los und setzt dich dahin und isst deine Keule roh. Das Feuer sollte ja größer werden, damit du deine Keule braten kannst. Ne? So. Also er ist am Anfang, wie er wegläuft, ist, dass er eigentlich zur Schule gehen will und dann hört er da aber so Musik und geht dahin. Und da ist ein Puppentheater aufgebaut. Und Pinocchio geht mit auf die Bühne und bringt die Puppen alle durcheinander und die begrüßen ihn dann ganz freudig, weil er ist ja auch aus Holz wie sie, ne?
Hans steht ja alle hinten und der Feuerfresser gegenüber gibt es ihm die 5 Goldstücke. Ja, und die anderen zählen. Une, due, tres, quattro, cinque. Ja, das habt ihr fein gemacht. Du bleibst stehen, bleib stehen, bleib stehen. Die Pinocchio hat im Puppenspieler getanzt und vorgetanzt. Und am Schluss hat Pinocchio geweint und die Puppenspieler hat Mitleid gehabt. Und Puppenspieler gibt Pinocchio Geld und Pinocchio geht dann wieder weiter. Und alle sagen, ja, wieder, antwortet dem Pinocchio. Ja. Nur immer Küsschen, Küsschen. Und du klopfst. Ja, genau. Reisern. Und nochmal. Ciao. Ja, ciao. Wow. Das ist wirklich das. Ciao. Und du klopfst. Ja, genau. Feuerfresser klopft. Ja. Und dann geht das erst mit die Tante Abenteuer erstmal los. Er geht halt weg, wie gesagt, und dann und will eigentlich wieder nach Hause, aber er verfehlt immer den Geppetto, seinen Papa praktisch, ne? Weil also der Geppetto, der geht dann auch los und sucht ihn und dann laufen sie praktisch aneinander vorbei und sehen sich nicht, ne? Also ja, und dann wird er auch noch von einem Fuchs und einem Kater betrogen. Die erzählen ihm so einen Quatsch, dass er, wenn er mit aufs Wunderfeld kommt und da sein Geld vergräbt, dann wächst da ein Baum mit ganz viel Geld dran und dann hat er viel mehr Geld und das stimmt natürlich nicht und die beklauen ihn dann. Für mich ist es erstaunlich, also ich habe ja fast alle Kinder hier kennengelernt von der Schule und ich muss sagen, also die ganz Mädchen, mit denen wir hier die ersten Übungen gemacht haben, das sind jetzt richtig große Mädchen geworden. So, die sind auch ganz selbstbewusst und also hilfsbereit sind sie alle. Also, und die freuen sich, also, oder wir freuen uns, wenn wir uns sehen und begrüßen uns. Das ist ganz schön. So. Komm ihr ran, komm ihr her. Mutti, essen und Zaubertrick in alle Farben. Kann man ausprobieren. Komm ihr ran, komm ihr her. Und alle. Schreib das noch einmal. Zu werfen. Mal sehen. Mhm. Achtung. So. Ja. Ja, wir sind jetzt kurz vor der Premiere und ich bin hier durch die ganzen Werkstätten und durch das Haus gelaufen hier in Malchin, wo wir die erste Premiere haben. Morgen ist ja die zweite Premiere in Gneuendein, ein anderer Ort, was dann auch wieder was mit den Kindern macht. Was jetzt schon zu sehen ist, also die sind alle aufgeregt und frisch und es sieht schon so aus, als ob jeder was davon gehabt hätte.
Und ich bin ganz gespannt auf die Premiere und ich glaube, es wird schon ein Erfolg. Hat man immer was zu machen, Zaubertricks, was essen und das ist schon was zu machen, Ringemeißen, da kann man Backton essen, da kann man 50 Cent eine Karte. Dankeschön. Bitte.